Gut, sehr toll, dass so viele da sind und der Mittagspause strotzen. Genau, heute geht es über WordPress und SEO, Fehler oder Analysen oder Auswertungen oder Methoden möchte ich euch heute mit an die Hand geben, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Wir werden es dann noch abfragen, ob ich auch wirklich jedem etwas mitgeben konnte. Genau, kurz zu mir, das war ich 2011, neu gegründet. Damals habe ich zwei, man sieht, hat man kaum Schuhe leisten können. Ich habe damals zwei gute Entscheidungen getroffen, unternehmerisch. Einmal bin ich am Business-Netzwerk BNI beigetreten und das zweite war, ich habe mich mit SEO begonnen zu beschäftigen und habe 3 Jahre lang selbst an meiner Website herumgeschraubt, so lange, bis plötzlich Leute und Kunden angerufen haben. Genau, heute sind wir eine SEO-Agentur. Wir sprechen 8 Sprachen, 24 Spezialisten, Experten bei mir intern. Dürfen ein paar Brands schon betreuen und genau. Gut, wenn ihr Fragen habt, bitte einfach immer raus damit, auch während des Vortrags, ich habe kein Problem. Wer gerne die Folien hätte, wenn sie nicht eh verschickt werden, schreibt es mir gerne auf LinkedIn zu. Und mein Ziel ist, wie kommuniziert schon, jedem von euch irgendwie eine Information mitzugeben, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Kurze SEO-Wissen-Abfrage im Raum. Wer würde denn sagen, er hat SEO schon mal gehört? Hand hoch. Okay. Wer würde sagen, er ist sehr fortschrittlich im Bereich SEO? Okay, auch sehr viele. Wird schwierig für mich. Wer sagt, er ist der absolute SEO-Profi? Ja, okay, super. Cool, dann bin gespannt. Gut, ganz kurz Abgrenzung, damit wir alle im Raum abholen. Genau, SEO, organische Suche, das heißt das Ding unter der Werbung in der Google-Suche. In dem Beispiel sehen wir Sportschuhe, suchen 1900 Menschen im Monat. Würde ich Google Ads drauf schalten, würde mich das 80 Cent der Klick kosten. Ich zeige euch auch gleich, mit welchem Plugin ihr euch das selber anschauen könnt, welches kostenfrei ist. Und das Interessante ist, Zahlen sind natürlich immer nur Schätzungen, aber auf die Ads klicken ca. 10-15% und auf den Platz 1 ca. 40-50%, manchmal auch 30, aber tendenziell kriegt der Platz 1 organisch die größte Aufmerksamkeit. Genau, und SEO dreht sich halt um alles, was jetzt nicht hier Werbung ist. Wie kann ich jetzt meine Website ranken? Das ist jetzt nicht irgendwie, also es gibt über 220 Google-Ranking-Kriterien, zumindest in meiner Auffassung, und eine KI. Ich würde schätzen, dass so die Technik 20% ausmacht, das Thema Inhalte 30%. Ob Backlinks das 30% ist, ist mir vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ohne Backlinks geht es leider auch nicht. Also nur ein guter Content oder nur perfekt technikoptimierte WordPress-Seite alleine reicht mir halt nicht aus. Und am Ende des Tages auch die richtigen User-Signale. Also weiß ich nicht, man möchte ranken mit rote Sportschuhe und ich biete in meinem Online-Shop einfach nur ein paar an, dann ist die Auswahl nicht gut genug oder mein Preis ist nicht gut genug, dann werde ich eine gute Google-Position einfach nicht halten. Oder muss sehr stark in andere Bereiche investieren, damit ich das trotzdem overrule. Das ist das SEO-Periodensystem von einer anderen Agentur. Kann man relativ schnell googeln, beziehungsweise rechts unten steht auch die Quelle. Das versucht so viele, viele Kriterien, so die wichtigsten ein bisschen zusammenzufassen. Genau. Aber nur guter Content reicht halt nicht aus. Kurzes FAQ, dann steigen wir auch ein mit den Tipps. SEO braucht immer 6-12 Monate, bis die ersten Ergebnisse sind. Einmal mit SEO begonnen, sollte ich nie wieder aufhören. Ähnlich wie Fußball zu spielen in Turnieren. Wenn ich einmal Platz 1 bin, dann würde ich nicht aufhören zu trainieren als Fußballmannschaft. Budget und Zeit, umso mehr zur Verfügung steht, umso schnelleren Fortschritt habe ich. Der Aufwand ist abhängig vom Mitbewerb. Ich habe mal SEO-Kunden betreut, da habe ich 3 Stunden in Summe gebraucht und er war Platz 1. Und es gibt Kunden, investiere ich jedes Monat hunderte Stunden und sind noch immer nicht mit vielen Begriffen nicht auf Platz 1. Also einfach, wie stark ist der Mitbewerb und natürlich, von wo startest du weg? Also bist du eine neue Webseite, dein Unternehmen ist vielleicht neu, deine Brand ist neu, dann dauert es einfach auch deutlich länger, als wenn du vielleicht schon auf Position 3, 4, 5 oder auf Seite 1 bist. Gut, SEO versus Google Ads, letzte Folie dazu. Google Ads empfehle ich immer dann, wenn ich sage, ich brauche relativ schnell Ergebnisse, also Sichtbarkeit, aber eher resultierend in Umsatz oder Anfragen. Einmalige Aufwände theoretisch, also wenn mir dann das Ergebnis reicht, der Google Ads Kampagne, kann ich das tatsächlich auch teilweise unbetreut laufen lassen. Das große Problem ist, es ist viel, viel teurer,
Also wenn ihr zum Beispiel mit Betriebsversicherung in ganz Österreich gefunden werden wollt, werdet ihr wahrscheinlich, weiß ich nicht was, 100.000 Euro Google Ads Budget brauchen, um das ganze Land abzudecken. Und im SEO habe ich den riesigen Vorteil, langfristige Ergebnisse, ein bisschen ein laufender Prozess, sicher ein Nachteil, aber am Ende des Tages kann es deutlich kostengünstiger sein. Genau, also Dinge, die ich im SEO als No-Go halte, sind zum Beispiel SEO ohne einem Keyword-Mapping. Hat irgendwer schon einmal ein Keyword-Mapping gemacht? Okay, schon weniger. Also, ich weiß zu jeder, das ist auch unsere ETAPS-Website, wir haben einen Blog und wir haben Leistungsseiten. Das heißt, wir wollen gefunden werden mit SEO-Agentur Wien. Wir wollen aber auch gefunden werden mit, was steht da zum Beispiel oben? Warte, ich habe da auch einen Bildschirm. Was steht da zum Beispiel oben mit, wie ich die Hostdatei am Mac ändere? Also wenn ihr danach googelt, werdet ihr wahrscheinlich uns finden. Warum ist das so wichtig? Das heißt, ich muss mir überlegen, mit welchem Keyword möchte ich gefunden werden und welche Seite soll auftauchen. Mehrere Seiten zu einem Keyword zu haben, ist nicht ideal, es funktioniert auch nicht gut. Und ich muss mich einfach entscheiden, wenn jetzt jemand eingibt, Hostdatei ändern oder SEO-Agentur Wien, was ist die Seite, wo der wirklich landen soll? Genau. Dann nochmal im Detail, das heißt, ich weiß eigentlich zu jeder Zeit, wie viele Menschen suchen danach, in welchem Land, welches Keyword ist auf welche Seite gemappt und also mit welcher möchte ich das erreichen und natürlich prüfe ich ständig, auf welcher Position bin ich dann überhaupt. Bei Blogartikel ist ja der größte Thema im SEO. Ich erstelle einen Blogartikel, ich möchte mit was gefunden werden und prüfe dann nicht, kriege ich das Ranking oder arbeite auch nicht weiter, nachdem der Blogartikel online gegangen ist. Mit Leistungsseiten genau das Thema, gleiche Thema oder mit Produktseiten, Shops, Kategorieseiten. Genau. Was sollte ich noch dazu sagen? Nein. Genau. In der Google-Suche, ihr habt das vorhin im Screenshot gesehen, könnt ihr euch relativ schnell einblenden lassen, wie viele Menschen suchen in einem Land nach diesem Wort. Da gibt es ja mittlerweile nur mal wenige Möglichkeiten. Eines ist das Google Chrome Plugin, der Keyword Surfer, ist kostenfrei. Ihr könnt dann einstellen, welches Land ihr immer angezeigt haben wollt. Und wenn ihr eben die Google Suche normal verwendet, seht ihr so wie da, WordPress suchen 12.100 Menschen. Würde man drauf Google schalten wollen, dann würde der Klick ca. $3,66 kosten. Ist bitte eine Schätzung, aber bringt mir halt ein bisschen Orientierung, wie beliebt ist ein Thema und wie viele werben darunter. Genau, SEO Basics müssen passen. Wir haben verschiedenes Know-how natürlich im Raum, deswegen habe ich das alles so ein bisschen in eine oder zwei, drei Folien zusammengefasst. Vielleicht ist für einen was Neues dabei, für die Profis natürlich nicht, aber ich gehe es kurz durch. Ich brauche schöne und kurze URLs, das kann man in WordPress relativ schnell einstellen, ich zeige euch gleich wo. Title und Meta Description bei den Seiten, die mir wichtig sind, fülle ich aus. Was mache ich denn mit Seiten, die kein SEO-Ziel haben? Muss ich da Title und Meta Descriptions hinzufügen? Was denkt ihr? Oder soll ich die SEO optimieren? Es kommt drauf an, ist die Frage, Antwort, weil ich hatte mal eine Kundin, eine ganz liebe One Woman, die wurde von einem SEO beauftragt, sie muss 30.000 Meta Description schreiben. Die hat das auch brav gemacht, jedes Wochenende für 3 Monate und es hat ihr gar nichts gebracht. Weil nicht jede Seite ist im SEO gleich wichtig und wir haben alle beschränkte Zeit und Geld zur Verfügung. Und nur sowas zu machen, ist ein bisschen ein Thema. Dass ich mich grundsätzlich über meine Title und Meta Description Gedanken mache, völlig okay. Title ist ein Ranking-Faktor, Meta-Description nur ein indirektes. Genau. Ich brauche auf jeder Seite, die mir wichtig ist, nur eine H1. Idealerweise ist das Keyword darin. Meine Canonical-Links in meiner Installation müssen vorhanden sein und passen. Das heißt, der URL zeigt auf sich selber, wenn es kein Duplikat ist. Ich habe eine Google Search Console. Wer hat bei euch eine Google Search Console eingerichtet? Aha, sehr gut. Und eine XML-Sitemap oder eine Sitemap ist integriert. Bilder lade ich in richtiger Größe hoch, beziehungsweise mit sinnvollen Bildernamen und Alt-Attribut. Das ist auch wieder so eine SEO-Maßnahme. Ich werde immer gefragt, soll ich die Alt-Attribute jetzt, ich habe das nicht gemacht, soll ich jetzt alle nachschreiben oder hinzufügen im Nachhinein? Meine Antwort ist auch da nein. Wenn ich es neu hochlade oder auf Seiten, die mir extrem wichtig sind, dort schaue ich, dass es hundertprozentig passt. Aber bei einem Shop von 10.000 Bildern oder einer Website mit hunderten Bildern
macht die Nachoptimierung keinen Sinn. Es macht kaum einen Unterschied dann im Ranking, keinen massiven, aber die Arbeit ist einfach massiv. Aber wenn ich ein Bild hochlade, schaut es, dass der Name passt und das Altattribut hinzugefügt wurde. Inhalt ausreichend textuell erklärt, das ist ja das große Thema. Wenn ich keinen Text oben habe, dann könnte das vielleicht zu wenig sein. Gretchenfrage, wie viel Text brauche ich auf einer SEO-Seite? Wie viele Wörter? Habt ihr eine Idee? Das ist eine gute Antwort, Standardantwort der SEOs. Genau, es kommt darauf an. Ich empfehle immer, die Top 5 in Google anzuschauen und zu schauen, wie viel Text die verwenden, vielleicht die Top 10. Einfach abzählen zu lassen, wie viel Content die verwenden. Und dann ist das so ein bisschen ein gutes Indiz. Das heißt, es gibt Rankings, die sind nur 200 Wörter groß oder die Seiten haben nur 200 Wörter und es gibt Seiten, die haben 20.000 Wörter oben auf einer Unterseite. Es kommt echt auf deinen Mitbewerb an, auf das Thema, das du erklärst. Wie hoch ist der schiefe Turm von Pisa? Machen 10.000 Wörter einfach keinen Sinn. Im Gegenteil sogar. Wir haben unseren Blogartikel Was ist SEO? Damit wollen wir gefunden werden, logischerweise mit SEO oder Was ist SEO? Und wir sind von Platz, müsste ich jetzt anlügen, von wo weg, 14 oder 15 auf Platz 7 gelandet, indem wir Content gelöscht haben. Also auf in dem Artikel. Weil wir zu viel, weil wir die Suchintention nicht verstanden haben. Genau. Und gute Ladezeit, E-Klassik. Bitte. So wie es deine Webseite halt an der Stelle, wo du es eingebettet hast, an der einen oder den mehreren Stellen, maximal halt auflöst. Also manchmal wird, ich zeige es euch dann auch ein Tool, wo ihr das euch anschauen könnt und Plugins, wo ihr gar nicht dran denken müsst. Manchmal sind Bilder 7 Megabyte hoch und ist einfach nicht notwendig. Gell? Ja. Und Bilder sind halt natürlich eine große, beeinflusst sehr stark die Ladezeit. Gell? Genau, das ist das Thema schöne URL haben, also bitte kein, wenn geht, kein Datum drin haben, keine Parameter und solche Dinge. Wie man das dann noch im Detail macht, bleibt jedem überlassen, aber so halbwegs lesbare URLs, so kurz wie möglich. Bei Ladezeit, ich weiß nicht, wir verwenden immer Imagify und WP Rocket, wenn du das mal drüber fahren lässt, passt das eigentlich immer. Imagify minimiert dir nämlich deine Bilder automatisch. Das sind zwei Plugins, wir verwenden sie sehr gerne. Google Chrome Plugin Tipp ist der SEO-Meter in One-Click für Google Chrome. Man sieht es vielleicht nicht so ganz so gut, aber da bin ich auf der WordCamp-Seite, wahrscheinlich Startseite, und da sehe ich sofort den Title, gibt es eine Meta-Description, welche Sprache, HTML-Sprache wurde verwendet, welche H-Tags, wie schauen die Images aus, wenn ich weiterklicke, die Dateinamen, sehe ich alles auf einen Blick. Also, genau, eigentlich viele oder alle unsere SEOs, zumindest im Team, verwenden irgendein Plugin, um relativ schnell zu sehen, wie sind so diese Basics. Also, ja. Genau, was auch immer ich damit sagen wollte, ist einfach lustig. Minderwertige Inhalte aus dem Index rausnehmen. WordPress Standardinstallation hat da sowas Nettes wie Tags und Kategorien drinnen. Würde ich grundsätzlich rausschmeißen, wenn ihr es nicht aktiv verwendet, das heißt, die auf No-Index stellen, entweder mit SEO-Plugins oder wie auch immer. Es wird uns sicher beantworten können, wie das geht, wenn es wen interessiert. Aber genau, Tags und Kategorien oder alle Seiten, die einfach ja, explizit irgendwie keinen Nutzen bringen. Die Autorenseiten ist auch so ein Thema. Wir brauchen sie gleich zu einem anderen Thema, also es wäre sehr sinnvoll, sie zu nutzen. Eine Autorenseite klassisch in WordPress macht nur keinen Sinn. Also sprich einfach alle Artikel von diesem Autor, das macht nicht Sinn auf Index zu lassen. Google empfiehlt einfach alle Seiten, die minderwertig sind, herauszunehmen. Was könnte jetzt noch minderwertig sein? Und zwar alle Seiten, die unter 12 Monaten weniger als 50 Zugriffe hatten. Wir überprüfen das immer wieder. Dann empfehlen wir, entweder den Inhalt zu verbessern, die Seite auf No-Index zu setzen oder den Inhalt zu deaktivieren. Und es gibt irrsinnig viele, Studien oder so Experimente, und wir haben die auch selber gemacht. Wenn ich eine Seite habe mit 1000 Blogartikel und irgendwie 300 davon kriegen überhaupt keinen Traffic, sind auch nicht mehr aktuell und wir löschen die,
dann erhöht sich das Ranking aller anderen Blogartikel, weil das ist wie Ballast, das mitgezogen wird. Deswegen auch Otto.de hat 2 Leute Vollzeit angestellt, Indexwürdigkeitsanalysten, die publizieren ca. 10.000 URLs pro Tag und die sind nur dazu da, zu prüfen, welche URLs dürfen in den Index und welche nicht. Nummer 4, internes Linkbuilding. Hat sich schon jemals wer über internes Linkbuilding auf seiner Website oder Projekten? Okay, doch viele, okay, hätte ich weniger erwartet. Okay. Einer meiner Lieblingstools ist Screaming Frog. Ist ein Tool, das kostenfrei oder extrem günstig ist, kostet glaube ich $230 im Jahr oder sowas. Ist ein Tool, das man auf dem PC installiert oder Mac, geht auf allen Betriebssystemen und den kann ich auf meine Website losschicken und die analysieren lassen. Voll cooles Ding. Wirkt manchmal am Anfang ein bisschen kompliziert, wenn man sich da eingelesen hat, dann ist man da irrsinnig mächtig unterwegs. Man braucht On-Page fast keine anderen Tools. Und da gibt es einfach eine nette Spalte, die nennt sich InLinks. Google hat folgende Theorie, wenn du, lieber Administrator, diesen Inhalt selber nicht verlinkst im Verhältnis zu anderen Seiten, dann ist der ja dir nicht so wichtig. Warum soll ich ihn dann als wichtig interpretieren? Ist eine logische irgendwo oder für mich logische Erklärung. Das heißt, Seiten, die auf meinem Blogs oder ähnliches, was sehr wenige interne Links versorgt ist, habe ich meist ein Problem des Rankings. Seiten im Menü, ist logisch, habe ich Menüs, sind ja überall dabei, somit sind Inlinks immer vorhanden. Meist hat man da ein Problem mit Blogartikeln. Ja? Entschuldigung, nur ganz kurze Zwischenfrage. In der Logik eines Online-Shops, also kann ich daraus schließen, dass das relativ wichtig ist, das Upselling und Cross-Selling eben dementsprechend zu befüttern, dass die Dinge miteinander eben verlinkt sind. Korrekt? Ja. Also ist eine gute Möglichkeit, um das Problem, also was habe ich, also was sind in einem Online-Shop die wichtigsten SEO-Seiten? Was denkt ihr? Schreibt es einfach mal raus. Okay, seid echt gut. Kategorie-Seiten, ja, genau. Meistens kommen Produktseiten, das ist nämlich falsch. Und Produkte, die sind meist unterversorgt mit internen Links, kann ich mich aber behelfen mit eben, das könnte euch auch gefallen oder das sind Produkte in der gleichen Marken oder in der gleichen Kategorie. Und wenn man sich eine Amazon-Seite anschaut, dann hat man ja 900 solche Zeilen, was man nicht weiter shoppen könnte. Machen die sicher nicht aus internen Linkgründen, aber so kann man es versorgen. Ja. Die Kategorie und die Markenseite, die sind ja die sau wichtigen, also Nike-Sportschuhe, super wichtig, oder Nike. Die werden ja meist gut versorgt, wenn man im Produkt einfach einen Link setzt auf die Marke, also sprich einfach, man sagt Nike, das Logo oder Schriftzug und man klickt und man kommt auf die Marke oder der Klassiker Breadcrumbs. Breadcrumbs sind für das interne Linkbuilding enorm wichtig. Da habe ich nur bei Blogartikel ein Problem, außer ich verstehe SEO-Silos und so und das ist dann schon eine andere Mechanik und was Komplizierteres. Ich verwende total gern den Link Whisperer. Kennt jemand den Link Whisperer? Okay, Treffer. Der Link Whisperer hat eine Funktion, die nennt sich Autolinking. Und die ist super cool, vor allem bei so riesigen Content-Seiten. Und zwar kann ich sagen, immer wenn dieses Keyword vorkommt, setze mir den internen Link darauf. Das macht er nur einmal pro Seite. Also wenn zum Beispiel das Wort, keine Ahnung was, was ist SEO vorkommt in irgendeinem Blogartikel, heute oder später, dann verlinkt er automatisch einmal es auf meinen Artikel. Und dadurch kann ich mir behelfen, vor allem eben bei großen Content-Seiten, das interne Link-Building oder meine Blogartikel untereinander sinnvoll zu verlinken. So wie Wikipedia, das kennt ihr auch mit dem Herumnavigieren, gleiches Prinzip. Genau, Screaming Frog habe ich schon erzählt, super cooles Tool. Was die meisten sich nicht anschauen, hat jemand schon mal seine internen Ankertexte angeschaut? 1, 2, 3, cool, 4, 5, 6, 7. Genau, interne Ankertexte sind tatsächlich ein Ranking-Kriterium. Grundsätzlich interne Links ist ein sehr starkes Kriterium für Google. Man kann sich nämlich mit dem Screaming Frog über Bulk-Export alle Ankertexte, ich glaube, das nächste zeigt sogar ein Excel, genau. Sehe ich bei dem Grillerico, ist jetzt ein Grillshop, sehe ich,
welche interne Links haben welche Ankertexte, und wenn ich dann nach einer URL sortiere, kann ich mir anschauen, ob ich da Probleme drin habe. Was könnten Probleme sein? Zum Beispiel hier klicken. Das ist ein potenzielles Wort. Also hier klicken macht einfach, auch aus Usability finde ich manchmal keinen Sinn, sondern hier klicken, um den SEO-Artikel zu lesen zum Beispiel. Oder, ja klar, weiß nicht wo. Was wäre was? Hilft es da, wenn man da den Title Tag nutzt? Welchen Text? Also im HTML den Title Tag als Erklärung. Also zum Beispiel ist ein Link mehr erfahren oder mehr, ja. Und als Title Tag hinterlegt man wirklich den Text. I don't know, hat kaum Einfluss in meiner Erfahrung. Okay. Also es ist wirklich das entweder, also Entschuldigung, da, also eben, wenn ich einen Textlink setze, ist es der Ankertext. Wenn ich ein Bildlink setze, ist es der Alt-Titel natürlich des Bildes. So. Ja, ich kann ja als Attribut, ja, noch den Titel hinzufügen. Ja, das HTML. Hat kaum Auswirkungen. Okay. Unserer. Genau. Und was ich mir zum Beispiel auch anschauen kann, ist, wohin verlinkt, mit welchen Wörtchen, bleiben wir beim Thema, was ist SEO, wo sind auch, wo passt Ankertext und Link nicht miteinander zusammen? Also vielleicht verlinke ich irgendwo auf irgendeinem alten Blogartikel, was ist SEO, und verlinke aber auf SEO-Kosten anstatt meinem Artikel, was ist SEO. Und bei Google merke ich das total, wenn wir das optimieren, dass Google, vor allem wenn er sich unsicher ist und mehrere Signale kriegt, heißt immer schlechtes Ranking für uns. Also wenn wir nicht eindeutig sagen, was wir wie gerankt haben wollen, dann bestraft uns immer mit schlechteren Positionen. Und interne Links und Ankertexte ist immer das Erste, was ich mir anschaue. Eigentlich, wenn der Rest, diese Basics auf Folie 2 passen. Wenn das nicht passt, brauchen wir über viele andere Dinge nicht reden. Aber das ist so wirklich Next Step, Screaming Frog anwerfen, Ankertexte anschauen und interne Links. Wer macht ein aktives 301 und 404 Management? Okay. Unterschiedlich. Also, zwei Sachen. 404 ist, ich klicke auf einen Link auf meiner Website, und 404 bedeutet ja, da kommt nichts. 301 bedeutet ja, ich werde auf ein anderes Ziel umgeleitet. So, interne 301-Links, schädlich ist das falsche Wort. Sie helfen nichts. Das heißt, ich analysiere immer, so circa einmal im Jahr bei Projekten, sind neue 301-Verlinkungen entstanden aus irgendeinem Grund? Inhalt kommt mal weg, dann leitet man brav um, alles gut. Wenn ich 500 Mal nur per 301 auf was ist SEO verlinke, dann wird die Kraft nicht übertragen. Die interne Linkkraft wird bei einem 301 grundsätzlich nicht übertragen oder verhält sich sehr neutral. Also würde ich immer schauen, dass das passt. 404 Fehler ist, glaube ich, wenn du das in einem vernünftigen Rahmen hast, überhaupt kein Problem. Wenn du tausende Seiten und falsche Links hast, dann machst du Google mehr Arbeit, nämlich seinem Crawler. Und immer wenn du Google mehr Arbeit machst, hast du grundsätzlich ein Problem. Genau, ich verwende da gern das Tool Redirection. Das ist sehr simpel, wenn man nicht RankMath einsetzt. Wir verwenden eigentlich sehr oft RankMath. In der Search Console kann ich es nicht managen, aber ich würde die 301 und 404 Fehler im Fehlerbereich sehen. Also Google wirft mir das genauso aus, wo sind diese Fehler vorhanden. Zumindest die er erkannt hat. Genau, und ein cooler Tipp vom Ernst Michelek. Magst du mal kurz aufstellen? Der Ernst Michelek hat mir nämlich auch, der ÖMDC für hinnige Webseiten, genau, seit 25 Jahren selbstständig, ein lieber Kollege von mir, der hat eine coole Codezeile für die Function PHP uns bereitgestellt. Da gibt es auch einen Artikel dazu. Das ist nämlich, wenn WordPress URLs versucht zu erraten und automatisch zu verlinken. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Genau, das macht WordPress manchmal, und bei einem Kunden war das ein riesiges Problem. WordPress versucht einen Nachfolger automatisch, und immer wenn eine Maschine was versucht, dann funktioniert das nicht immer gut. Genau, wer hat von euch noch nichts Neues gehört bis jetzt? Einer? Okay. Muss ich mich noch ein bisschen bemühen. Wer hat einmal von EEAT gehört? Okay. Also, wen es mehr interessiert, auf unserem YouTube-Channel, wir haben einen YouTube-Channel zum Thema SEO, erkläre ich das ein bisschen ausführlicher.
Grundsätzlich ist EERT Expertise, Experience, Authoritativeness, also Autorität und Trustworthiness. Google, es geht auch ein bisschen Richtung KI-Texte. Wenn der Autor eines Textes A nicht erkennbar ist oder B keine Autorität ist, ich erkläre euch gleich, was das ist, dann wird dieser Text nicht ranken. Das heißt, wenn ihr nach Sebastian Prohaska googelt, werdet ihr sehr oft irgendwas über SEO lesen. Wenn ich jetzt einen Text schreibe über SEO, dann bin ich eine Autorität, weil ich ja irgendwas schon länger damit zu tun habe. Wenn ich aber jetzt über Medizintexte schreibe, dann wird mein Inhalt nicht ranken, egal wie gut der Inhalt ist. Und genau, und darum geht es in diesem ganzen Bereich. Grundsätzlich war EAT anfänglich nur bei Your Money, Your Life im Einsatz. Das bedeutet Medizin, alles was mit Geld zu tun hat und alle Nahrungsergänzungsmittel ist auch Gesundheit, also auch diese Grenzthemen. Und die Methode dagegen ist einfach, zeigt es den Autor an, vor allem bei Blogartikeln, bei Leistungsseiten braucht man es nicht, aber zeigt es den Autor an, bei Bankrate.com Milliarden an Zugriffen, die zeigen sogar, wer hat es geschrieben, wer hat es bearbeitet und wer hat es qualitätskontrolliert. Und auf alle Autoren kannst du draufklicken und siehst ein Pop-up oder eine Autorenseite, wo dir erklärt wird, warum sind die Profis. Ob eine LinkedIn-Verlinkung auch reichen würde, es gibt manche, die sagen ja, ich meine auch ja, weil in den strukturierten Daten rein technisch ist ja nur wichtig, wer ist der Autor, wann war das letzte Update, wann wurde erzeugt und dann sucht man nach der Person und schaut, welche Entitäten Google dazu findet. Ich glaube ja, muss man schauen. Also im IT-Umfeld ist es nicht so problematisch, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht was, über Fieber bei Kindern schreibst, da ist es vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob das ausreicht. Genau, das heißt Autorenboxen in die Artikel hineinwerfen und wo kurz geschrieben ist, warum der Autor kompetent ist oder nicht. Also einfach im Text. Google arbeitet ja noch immer sehr stark mit Quality Raters. Quality Raters sind Studenten, die kriegen einen Case sozusagen auf ihrem Computer angezeigt und werden gefragt, ist dieser Sebastian Prohaska eine Autorität, ja oder nein? So. Und die geben sozusagen dem Algorithmus Feedback, ob der Algorithmus richtig einstuft. Genau, und das sehe ich auch relativ oft. Das ganze Thema Content Marketing, Content Pflege finde ich ein sehr interessantes und großes. Das Wichtigste ist, das Datum nicht unbedingt das Erstellungsdatum zu verwenden, sondern eher, wann wurde das letzte Mal abgedatet, der Inhalt. Das ist eigentlich das, was auch uns Menschen interessiert. Genau. Also das ist das, was ich anzeigen lassen würde. Im Hintergrund, bei WordPress ist das ja automatisch, schicke ich ja eh mit den strukturierten Daten mit, wann erstellt, wann abgedatet und ich glaube, wann veröffentlicht. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob das nicht aus einem anderen System kommt. Genau, also Datum einfach anzeigen lassen, wann war das letzte Update. Wer verwendet aktiv strukturierte Daten? Wieder sehr viele, sehr gut. Sind schon beim vorletzten. Strukturierte Daten einfach einsetzen. Auf der einen Seite, also zum Beispiel Local Business. Also wenn du irgendwie Webdesigner bist oder Agentur, dann muss eigentlich das Local Business, also strukturierte Daten helfen Google dabei, den Inhalt klarer zu verstehen. Beispiel, Tokio Hotel, ist das jetzt ein Hotel in Tokio oder ist das eine Band gemeint? Es gibt ja mehrfach Bedeutungen von vielen Dingen. Und strukturierte Daten helfen einfach Google dabei, den Inhalt noch besser zu verstehen. Grundsätzlich strukturierte Daten kennt man von diesen Sternchenbewertungen, die man in die Google-Suche reinkriegen kann und viele, viele andere. Es gibt auch eine super Bibliothek in dieser Google Search Central Bibliothek. Oder was ich sehr, also das ist das Tool, wo man das testen kann. Also Google strukturierte Daten Tester Tool gebe ich immer ein. Dann sieht man auf jeder Website, was ist da gerade integriert. Und bei ITAPS, bei der Startseite, ist Product Snippet, das ist wahrscheinlich die Bewertungen. Bin mir unsicher, das ist scheinbar auch ein Fehler. FAQs, also wenn FAQs ist eine super Möglichkeit für Leistungsseiten und Blogartikel, aber auf jeden Fall auszeichnen als FAQ, dann kriegt sie das nämlich in die Google-Suche hinein oder erhöht sich die Chance.
Local Business habe ich drin, wir zeichnen auch das Logo aus irgendeinem Grund und Rezessionssnippets sind bei uns die Sternebewertungen. Unten ist der URL für dieses Test-Tool. Und wenn ihr strukturierte Daten manuell erzeugen wollt, dann ist das Technical SEO-Plattform perfekt, das ist kostenfrei. Das gibt es einfach Schema-Generator und sagt, was für ein Schema wollt ihr erzeugen, ein Job-Posting, eine Person, also sprich Autorenbox oder Autorenseite. Könnt sich den Code generieren lassen und auf der Website hinzufügen. So ein bisschen, wenn wir nicht wissen, warum rankt jetzt einer besser oder nicht, schauen wir uns eigentlich immer relativ schnell dann die strukturierten Daten an, mit was spielen die alles herum und setzen die wo ein. So, ich glaube, du oben warst noch, gell? Aber das habe ich dich schon mitgenommen? Nein. Ich habe jetzt noch einen Tipp, den die meisten nicht kennen und ich hoffe, du nicht. Damit ich alle erwischt habe. Okay. Kennst du den Query Hunter? Ja. Ein echt cooles Plugin, leider nicht im offiziellen WordPress Plugin Store. Weiß nicht, was das heißt. Auf jeden Fall ein extrem nützliches Tool, ist kostenfrei. Er bittet beim Download um eine Spende. Da kann man eintragen 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro. Und das macht eine Sache extrem schlau. Nämlich, wenn ihr eine WordPress-Seite aufmacht, und das ist jetzt ein Kunde zum Thema Auto-Abos, und ihr bei der WordPress-Seite oder beim Blogartikel ganz nach unten scrollt, seht ihr diese Informationen und die sind direkt aus der Google Search Console. Und folgendes sagt uns diese Auswertung. Welche Wörter, das ist dieser Bereich No Mention, wenn ihr das seht, welche Wörter schenkt uns Google eine Impression, also zeigt uns in der Google-Suche an, verwenden wir aber wörtlich gar nicht in unserem Blogartikel oder unserer Seite. Also Google schenkt uns schon Autorität zu dem Thema oder zu diesen Begrifflichkeiten, aber wir haben die Begrifflichkeit nie verbaut. Maßnahme, Begrifflichkeiten verbauen oder Text nochmal überlegen, ob er wirklich diese Themen, also Vergleich zum Beispiel oder ab einem Monat oder solche Dinge, Flatrate, das Wording kam nie auf dieser Seite vor, Google schenkt uns aber Impressions. Das ist eine sehr coole Möglichkeit, sehr easy Content aufzuwerten, basierend darauf, wo Google uns schon Autorität geschenkt hat. Gut, da ich alle erwischt habe, freue ich mich sehr. Wir haben einen SEO-Kurs, genau mit Community-Bereich, wo ich laufend solche Videos oder Hilfestellungen im Community-Bereich eben anbiete. Wer darauf Bock hat, sehr, sehr gerne. Es gibt bis zum 30. April den Code WordCamp, da kostet das heiße 199 Euro. Mit Zufriedenheitsgarantie, wenn ihr sagt, das ist ein Blödsinn, schreibt es mir eine Mail, ihr kriegt sofort das Geld zurück. Könnt ihr aber eben laufend mit mir oder meinem Team in Kontakt treten. Genau. Sage ich mal vielen lieben Dank. Das ist die Source, wenn ihr kostenfreie Videos haben wollt, ist unser YouTube-Channel. Freue ich mich, wenn der ein oder andere vorbeikommt und ein Like oder ein Abo dalässt und bestehe euch zur Verfügung für Fragen. Hallo, jetzt. Danke für den netten Vortrag. Erstmal. Und ich hätte eine Frage, wie man das am besten angeht, wenn man mehrere, also ein lokales Business hat mit mehreren Standorten und unterschiedlichsten Produkten in diesen Standorten. Ja. Wie man am besten auf einer Website oder bräuchte man dann mehrere Webseiten oder was wäre da die Best Practice? Boah, große Frage. Sagen wir mal, Sixt macht das sehr gut. Sixt macht einer der besten SEOs in ihrem Gebiet. Herz und so schaffen das alle nicht so gut. Die haben pro Standort, siehst du, also alles auf einer Domäne mal, haben darunter ein Verzeichnis, in welcher Stadt, in welcher Filiale sind wir und zeigt dann dort an die Autos, die dort zur Verfügung stehen, weil in Berlin ist vielleicht was anderes verfügbar als in Wien. Also sie machen das mit Verzeichnispfade, orientieren sich da, haben sicher strukturierte Daten, Local Business für jeden einzelnen Standort integriert, damit man weiß, das ist jetzt Berlin-Standort. Man sieht halt perfekt, welche Produktpalette es darunter gibt. Beantwortet das die Frage? Ja, super.
So, Dankeschön für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen, und zwar, hat es eine Auswirkung, wenn bei der einer Kategorie die Beschreibung am Ende oder am Anfang der Seite ist? Kategorie Seite Online-Shop, meinst du? Ja, genau. Also, ich würde den User nicht stören, so schnell wie möglich die Produkte zu sehen. Da gibt es mehrere Methoden. Grundsätzlich würde ich maximal ein, zwei Sätze Teaser beginnen. Also mehrere Varianten, Hero-Image, Überschrift und Einleitungstext, würde ich sagen. Die meisten etablieren sich an langen Texten unter den Produkten. Also ein super Beispiel ist Zirbenholzbett, der rankt seit Ewigkeiten, La Modula, glaube ich, ist nicht unser Kunde. Da ist ein Ratgeber darunter für Erstkäufer eines Zirbenholzbett. Weil der das siebte Mal kauft, braucht er andere Infos, als der das erste Mal überlegt, ein Zirbenholzbett zu kaufen. Und ich wette, in diesem nur der Text darunter, Text ist ja untertrieben, sind 50 Stunden investiert worden. Die haben Videos erstellt, Grafiken nur für den Bereich. Das ist ein Ratgeber, was dir auch der Verkäufer erzählen würde und hilft dadurch natürlich neben anderen Signalen perfekt. Also unter der Seite am ehesten, aber eher so als Verkaufsratgeber zu verstehen. Ja. Okay. Und die zweite Frage, wenn man ein Produkt löscht, ist es besser ein 404 oder kann man es ein Redirect machen, 301? Ist es besser für die SEO? Also da wird ja von 100 SEOs, jeder sagt da was anderes, glaube ich, oder 50-50. Also ich sage immer, wenn es einen vernünftigen Nachfolger gibt oder die Kategorieumleitung passt, also sagen wir mal, wir haben in der Kategorie Sportschuhe die roten Sportschuhe, die roten Nike Modell 13 und die gibt es nicht mehr, dann würde ich umleiten auf die Kategorie Nike Sportschuhe, weil das macht ja irgendwo Sinn. Wenn du aber eine gewisse Kategorie auflöst oder gewisse Produkte einfach wirklich keinen thematischen Nachfolger gibt, ganz klar 404 machen. Der 404 ist kein böser HTTP-Statuscode, sondern einfach ein eindeutiges Signal, besser ist sogar der 410. 410 heißt der forever gone, also für immer weg. 410 heißt der, 404 heißt der derweil nicht verfügbar. Aber wenn es keinen Nachfolger gibt, einfach rausschmeißen mit 410 oder 404. Okay, danke schön. Sorry, war das eine Frage vorher? Nein. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen. Das eine ist, wenn man eine Webseite hat in zwei verschiedenen Sprachen, kann man sich dann darauf verlassen, dass wenn sie jetzt zum Beispiel in Englisch geschrieben ist und jemand übersetzt es mit Google Translate oder so, dass es dann trotzdem auch gefunden werden kann oder brauche ich für jede Sprache eigene Tags und eigene Webseiten? Ich brauche den Text wirklich physisch auf der Webseite. Der Google Translate-Möglichkeit ist für Google nicht vorhanden, weil es im Source Code nicht vorhanden ist. Also er schaut sich ja den Source Code an und da gibt es diese Wörter oder diese Sprache nicht. Und deswegen ist die Google Translate-Integration oder durch den Browser und so, bringt leider temporär was, aber nicht für SEO was, für den User eher. Das heißt, wenn ich einen Blog schreibe in Englisch, wäre es gut, ihn auch auf Deutsch zu schreiben? Tendenziell schon, kommt auch auf deine Domain-Endung an. Wenn du eine globale Domain, sowas wie .com, .net oder ähnliches verwendest, dann hast du überhaupt die Chance, woanders gefunden zu werden in England. Wenn du auf der AT das machst oder auf einer DE, hast du das Problem, dass du in der falschen Domainendung bist, weil die DE rankt dir einfach in England nicht. Aber grundsätzlich hättest du zwei Sprachen, passen die Haare flanks oder hast eine schlaue Strategie, alles auf der .com mit Verzeichnissen oder AT.de, was auch immer und solche Dinge. Dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, vielen Dank. Und das Zweite ist, wenn man für Blogbeiträge auch ChatGPT nimmt, hat das irgendwelche Auswirkungen? Oder wenn der Text sowieso nochmal umgeschrieben wird und persönlich angepasst wird, hat das keine Auswirkungen? Also, Google wechselt ständig die Meinung. Das letzte Update ist das Helpful Content Update und das sagt, das hat Google noch nie so gesagt, aber es ist okay, wenn du KI unterstützende Systeme verwendest. Du musst es aber angeben. So, ich kenne noch keine Anwendungsfälle, wo wirklich steht, wurde gemeinsam mit einer KI unterstützt generiert. Das Problem am Helpful Content Update ist eher, ich glaube nicht, wenn man es verwendet, dann überarbeitet und einfach das wirklich als
hilfreiches Tool verwendet. Ich glaube, ich braucht man sich null Sorgen zu machen. Aber ich bin da jetzt auch kein Black Hat SEO-Profi. Wenn ich sage, ich generiere mir einfach jetzt 3000 Blogartikel mit ChatGPT, keiner schaut drüber und ich generiere mir das drüber. Mein Problem ist, das Helpful Content Update ist ein Site-Wide-Ranking-Kriterium. Das heißt, wenn Google sagt, das ist ein Blödsinn, deine Inhalte, dann rankt die ganze Domäne nicht gescheit. Und das ist die Frage, riskiere ich das bei bestehenden Projekten? Also unterstützend sehe ich null Problem, vor allem wenn man sich an E-Tail hält. Aber so, da habe ich einfach keine Erfahrung. Aber sie ranken. Also ich kenne viele Experimente, wo jemand 100 Blogartikel generiert hat, aktuell ranken sie. Aber die Frage ist ja immer, wie lange? So, und dann kommen wir und sagen, wieso rankt das nicht mehr? Ja, früher war das Linkaufbau und so. Und deswegen, wenn man nachhaltig ein Projekt aufbauen mag, würde ich das einsetzen, aber nicht alleine. Okay, passt. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an den Vorfrager. Wenn man jetzt da zum Beispiel eine Kategorie oder eine Markenseite irgendwie SEO-mäßig optimieren möchte und da so Akkordeons verwendet, die also praktisch dann einen Klick benötigen, um den Inhalt anzuzeigen, hat das irgendwelche Effekte oder wird das gleich gewertet, als wenn das direkt als Textplan sichtbar wäre? Da würde ich dir sehr, sehr empfehlen, auf YouTube das Video von uns dazu anzuschauen, auf It Helps. Das Witzige war nämlich, dass Google gemeint hat mal, das ist sehr schlecht, wenn Inhalte in Akkordeons drin sind. Und ich selber habe das gelehrt und ich auch selber hätte gedacht, ich habe das beobachtet. Und vor circa einem halben Jahr gab es ein Gespräch zwischen dem gleichen, der das damals ausgesagt hat, vor 8 Jahren oder so, und einem, ich weiß seine Rolle nicht mehr, im Video kommt es vor, wer das genau war, wiederholt er diese Phrase und sagt, versteckte Inhalte werden anders bewertet, schlechter. Und der andere sagt, das stimmt ja gar nicht. Sagt der andere, okay, dann halt nicht. Und die ganze SEO-Welt hat das gedacht, hat geglaubt, das zu interpretieren, mir inklusive. Und die haben ganz klar gesagt, und das ist auch irgendwo logisch, wenn ihr denkt, Google schaut sich eure Seite eh nur mehr mobil an, das heißt, nur der mobile Crawler kommt vorbei. Das heißt, im Mobilen habe ich so oder so irgendwelche Arten von Akkordeons oder versteckten Inhalte, ist das kein großes Problem mehr. Ja. Servus, Dominik. Brauchst halt nicht mehr ins Fitnessstudio. Ich habe eine Frage zu Domain-Änderungen. Es ist ja mittlerweile ziemlich tough geworden, also internationalen Bereich, .com, für potenzielle Kunden Domains zu lukrieren oder ziemlich teuer auch. Jetzt sagen wir, bei manchen Projekten haben wir auf .co zum Beispiel gestellt, was ja glaube ich Kongo oder Kolumbien ist oder so. Wie ist denn da Ihre Erfahrung bezüglich den rankbaren Content? Hat man dadurch jetzt einen Nachteil, wenn man da noch nicht, wenn man sich auf andere Regionen bezieht? Das kommt darauf an, welche ihr gewählt habt oder wählen würdet. Also es gibt so ein paar, die sind voll okay, also zum Beispiel ORG, obwohl das ja ursprünglich was anderes war, oder .net oder von mir ist eine EU für einen EU-Raum, aber in der Tendenz, ja, vielleicht beantwortet das die Frage, in der Tendenz, wenn ich schaue mir jeden Tag tausende Top-10-Ergebnisse an und schaue mir immer, was rankt, warum rankt, den ganzen Tag mache ich nur das. Zu 99% entdecke ich nur .com oder die Landesdomänen am Land. Also entweder eine .de oder ein .com. Alles andere hat .com in jedem Land gleich. In England genau das gleiche Spiel wie in der Türkei, in Österreich. Österreich ist ein bisschen flexibler, auch die Schweizer sind manchmal flexibler. Aber denken wir an uns selber, auf eine .sk-Domäne klicke ich aus irgendeinem Grund unbewusst vielleicht weniger drauf als auf andere. Und globale sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ich würde eher den Namen umgehen. Also dann heißt das halt nicht firmaa.com, sondern firmaa-services.com. Stört niemanden. Also ich würde da eher versuchen, a way around. Es muss nicht in jedem Land, allein wie Zalando oder auch Druckerpatrone.at.de und das heißt in Frankreich wieder ganz anders, hat natürlich mit dem Wording auch zu tun, das stört überhaupt nicht. Aber ich würde tendenziell auf .com oder Landesdomänen wählen, wenn es nicht anders notwendig ist. Und .io ist bitte keine gute Wahl. Das ist ein Image-Domäne. Entschuldigung.
Ganz kurz eine Frage, das ist ein 12 Monate Zugang, ist das ein Abo-Modell oder nur einmalig? Grundsätzlich nur einmalig. Wir haben uns irgendwie entschieden, das sicherheitshalber nur auf 12 Monate zu beschränken. Okay, keiner haut euch raus, also nicht vorgesehen. Ist auch kein Abo-Modell, zahlt es einmal ein und das war's. Okay. Es wird ja gesagt, dass Subdomains als eigene Websites gekennzeichnet werden. Kann ich die aber auch irgendwie hinzufügen zu einer? Dass ich sage, okay, ich habe zwar eine Subdomain, aber ich hätte gern, dass diese Subdomain von Google erkannt wird, dass sie auch zur Hauptdomain gehört. Und nur nicht Verzeichnisumzug. Also das geht nicht. Also weil manchmal habe ich das Problem, dass ich eine Subdomain brauche für technische Gründe vielleicht. Und ich hätte die aber trotzdem gern zusammengesetzt. Also ich kenne keine Methode. Subdomain, also weiß nicht, hilfe.ithelps.at und services.ithelps.at wird gesehen wie zwei verschiedene Domänen und gewisse Backlink-Stärke und so weiter wird nicht übertragen auf die beiden. Ich kenne leider keine Methode, um das zu beheben, außer ein Subverzeichnis zu legen. Eine kleine Zwischenfrage ist, www auch eine Subdomain oder gilt das als eine Subdomain? Das wird, oh, Servus. Das www und nicht www ist das Einzige, was Google vercheckt. Also auch da ist empfohlen, eine Version zu verwenden. Also ich checke zum Beispiel bei jeder standardmäßig hin, https://www.https ohne www, http und schaue, ob alles wirklich nur auf eine Version umleitet. So basic. Aber das checkt er grundsätzlich, so ein Fehler. Gibt es keins. Völlig wurscht. Eine ist wichtig. Und dann, dass alles andere passt, das ist meist die Herausforderung. Der Canonical passt, weil dann hast du noch das Thema Trailing Slash am Ende, ja, nein. Und wie oft ich irgendwelche so Probleme sehe mit Seiten, die sich voll aus dem Index rauswerfen, weil sie halt im Canonical den Trailing Slash drin haben und in der Live, also in der Normalversion es nicht haben. Und das ist fast nur Index gleich. Also das ist sehr blöd. Meine Frage zielt ab auf Keywords im Domainnamen, also grundsätzlich gut, aber ich habe oft Kunden, die dann sagen, ja, wir haben uns jetzt noch die Domain gesichert, die Domain gesichert, die Domain gesichert, weil sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Äpfel, Birnen und Bananen verkaufen und die sagen, okay, jetzt haben wir unsere Website schon seit Jahren und wir verkaufen jetzt aber auch Birnen und da haben wir uns noch, was weiß ich, Birnen.at gesichert, sollen wir dazu nicht eine eigene Website bauen? Ja. Wann würdest du das empfehlen, weil das natürlich schon ein gewisser Aufwand ist. Boah, meine intuitive Antwort ist nie, aber vielleicht gibt es einen Anwendungsfall. Also früher haben SEOs ja sehr gerne mit, sich auch heute noch sehr oft, mit so Keyword-Domänen gearbeitet. Also für jedes Keyword eine neue Website. Das funktioniert auch noch immer. Das Thema ist nur, dass Google zum Beispiel ein Ranking-Kriterium hat, wie oft wird eine Brand gesucht. Also wenn in Wien, sagen wir mal McDonald's oder Burger King, und in Wien suchen mehr nach McDonald's, aber in Vorarlberg suchen mehr nach Burger King, dann würde das Ranking Vorarlberg von Burger King höher sein als in Wien, weil sich Google anschaut, wo ist wie welche Marke beliebt, macht auch irgendwo Sinn. Und das kann ich mit den Keyword-Domänen gar nicht erzeugen. Also A, habe ich kein Brand, ich habe dann Multi-Brands und da beginne ich mit 1000 Problemen. Backlink-Bild alleine, wie baue ich denn auf 7 Projekten Backlinks auf, wenn ich auf einem Projekt das nicht mehr gescheit hinkriege? Oder wenn die Presse zu mir kommt, was verlinke ich dann? Äpfel, Birnen oder Orangen? Eher nicht so. Also die Tendenz ist, alles zu migrieren auf einer Domäne, eine Branddomäne zu haben und die massiv zu stärken, ist long run the best way, finde ich. Nochmal eine Frage zu den Sprachversionen. Wenn ich jetzt eine Site neu erstelle und zum Beispiel dann noch andere Sprachen, Tschechisch, Slowakisch, Italienisch dazu habe, hätte ich das jetzt gemacht mit WPML oder mit Polylang halt, ja, die Inhalte duplizieren, übersetzen. Und hast du dann jetzt gesagt, wenn das quasi auf einer AT-Domain liegt, dass das dann nicht ranken kann für die, genau, Sprache? Ja. Also eine AT rankt grundsätzlich in England nicht. Oder in Indien oder in Amerika. Rankt tendenziell nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn die Backlinks massiv stark wären aus dem Land und so. Das sind aber wirklich alle Sonderfälle. In dem Fall, wenn es dir sehr, sehr wichtig ist, würde ich relativ, obwohl das fast No-Go ist im SEO, würde ich tendenziell auf einen Domainwechsel. Das geht auch. Entschuldigung, das steht auch. Entschuldigung, natürlich. Ja, wenn du sagst, ich habe eine AT und da ist mein deutscher Inhalt, mir ist aber CO UK für England auch wichtig, weil
im SEO denkt man nach Zielländern, nicht nach Zielsprachen. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Und dann kann ich natürlich mit WPML sagen, okay, dieser englische Inhalt soll aufgelöst werden mit co.uk und der italienische mit IT und der spanische mit SP, kauft man da irgendwelche Domänen, die halbwegs ähnlich sind, bin auch sauber. Gute Lösung. Ja. Zalando.at macht es auch so, Zalando.de, CH und so weiter. Warte kurz. Digitale Gründe, das Mikro. Einfach, weil es jetzt da noch dazu passt, wenn ich für Touristen in Österreich einen Dienst anbiete, also Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer, was mache ich dann? Schon eine AT-Domain? Ja, würde ich tendenziell schon. Also wir haben auch Hotels natürlich in Österreich, die würden aber gerne in Frankreich gefunden werden. Da verwende ich eine AT tatsächlich. Da erwarte ich ja eine österreichische Domain. Ja. Technisches SEO, Google Page Speed Score. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung, aber meine ist, dass Seiten unter 50 Google Page Speed Score überhaupt nicht ranken und dass ich ziemlich schnell einmal ab 80 ein recht gutes Ranking zusammenkriege. Jetzt hast du das gesagt, ich glaube 20% würdest du das einschätzen circa. Meine Erfahrung ist, oder meine bescheidene Erfahrung ist, dass das ein relativ wichtiger Faktor ist. Was würdest du sagen, wohin muss man abzielen? All green, also über 90, oder ist man mit 80 schon ganz gut dabei? Hast du da vergleichswerte Benchmarks? Also immer so schnell wie dein Mitbewerb ist eigentlich das Richtigste. Es gibt ein cooles Tool. SERP Speed Result. Da kann ich eingeben, in welchem Land, mit welchem Keyword und was ist meine URL. Und da prüft mir die Ladezeit aller meiner 10 Konkurrenten, wie schnell die sind und wie viele Punkte die haben. Und meine Erfahrung ist schon sehr ähnlich mit deiner. Tendenziell muss ich mich um Ladezeit kümmern, aber ich kann dir keine Punktezahl sagen. Ich würde das eher auch nach Aufwand gehen. Also wenn ich jetzt für 70 Punkte eine Stunde brauche, und von mir ist 3 Stunden auch auf 80, aber danach brauche ich 50 Stunden, würde ich die 50 Stunden sofort woanders investieren, ungeschaut. Und das Problem ist, dass dieses, ich muss auf 100 gehen, meist keinen Effekt mehr hat. Also zum Beispiel bei uns, SEO-Agentur Wien, natürlich hartes Kampf dauernd, alles rauf runter, wir waren es mal jahrelang, haben es jetzt verloren, sind jetzt nur auf Platz 5, ewiges Spiel, manche setzen auf Ladezeit, manche nicht. Es kommt echt ein bisschen darauf an, auf den Mitbewerb und meist 80-20-Regel ist es danach. Ein Versuch, was anderes zu kompensieren, das kann es natürlich trotzdem sein, aber eher ein Aufwandsnutzen-Thema. Also generelle Antwort 80. Ja. Gibt es noch Fragen? Also die Frage war, mit welchem Tool wir Ladezeit messen. Ich selber mag GTmetrix am meisten. Und weil ich einfach, wenn ich den Ladezeittest in kurzer Zeit wiederhole, die Werte relativ ähnlich sind. Google PageSpeed Insights liefert mir eigentlich immer dauernd andere Werte, deswegen mag ich es nicht so sehr. Allerdings, beide Tools geben mir nützliche Hinweise, worum geht es. GTmetrix, kurze Antwort. Und eine Frage noch, wenn ich jetzt mehrere Domains habe für die einzelnen Länder, dann habe ich da nicht Duplicate-Content, wenn die, oder muss ich die dann richtig verlinken, dass das Google dann versteht? Also die Antwort, du regelst das über die hreflang-Tags und dort sagst du im Code, wie die Domänen miteinander verbunden sind. Das würde ich tendenziell immer empfehlen, das technisch korrekt aufzusetzen. WPML, glaube ich, kann es eh standardmäßig, genau. Und ein gutes Beispiel ist effa.com, ist eine Typo 3, keine WordPress, aber sie haben es einfach super schön, Typo 3 setzt das riesig schön um. Da siehst du jetzt, die bieten für die Schweiz 2 Sprachen an. Gehen wir mal auf Schweiz und Französisch.